Moin und herzlich willkommen zurück zu Dirt Rally 2.0, wo wir jetzt in einer neuen Saison angekommen sind, und zwar in der Pro-Liga. Und zwar, heute gibt es ein neues Auto zu sehen. Das habe ich ja beim letzten Mal schon angekündigt, nachdem wir unseren Skoda Fabia aus den 2000ern zu Ende getuned haben, habe ich gedacht, könnten wir mal die neue Saison anfangen mit einem neuen Auto und das dann wieder mit der Zeit verbessern und einfach damit es was anderes zu sehen gibt. Und ich hatte ja mal gefragt, welches Auto es denn sein soll. Und der Vorschlag, den ich bekommen habe, war ein Lancia 037, wenn ich mich recht erinnere. Das wäre so Gruppe B, 80er Heckantrieb. Und das Schöne ist an dem Auto, dass man da halt, man sieht schon, ich habe es vorbereitet, hier die H-Schaltung benutzen muss. Und zwar hier, ne? Alles halt in die ganzen Gänge selbst schalten muss. Nachteil ist nur, also und man muss halt selbst kuppeln, die Kupplung jedes Mal treten. Problem ist nur, da bin ich noch nicht so ganz geübt drin, das so unter diesem Zeitdruck alles auf die Reihe zu bekommen. Und die Autos sind schon wahnsinnig schnell. Ich hätte sogar mit dem, bei dem Tempo vielleicht allgemein noch ein bisschen Probleme. Und dann kommt halt noch dazu, dass es nicht nur, dass ich nicht so selbst schalten und kuppeln muss, also gut, schalten musste ich vorher auch selbst, aber sequenziell jetzt mit H-Schaltung und halt vor allem das Kuppeln, also drei Pedale bei nur zwei Füßen. Das Problem ist auch, das Problem ist nicht nur, dass ich selbst schalten muss, das Problem ist auch das Tempo, und wo habe ich jetzt meinen Faden verloren? Also ich wollte auf jeden Fall sagen, da ich das alles noch auf die Reihe kriegen muss, nehme ich lieber, wenn ich schon mit H-Schaltung und Kupplung fahre, dann lieber ein langsameres Auto. Ich hoffe, das wird mir verziehen. Aber es soll trotzdem was zu sehen geben. Wenn das Tempo schon ein bisschen niedriger sein wird, dann gibt es hoffentlich in der Lenkrad- und Pedalcam interessantere Sachen zu beobachten. Und zwar, wie gesagt, H-Schaltung. Gut, das alleine ist jetzt nicht so die krasse Sache. Das ist manchmal vielleicht sogar praktischer, als jedes Mal sequenziell zu schalten. Was es spannend macht, ist, wie angesprochen, bereits drei Pedale, aber nur zwei Füße. Und da gibt es jetzt ein paar Techniken, an denen ich arbeite oder die ich mir erlernt habe, wo ich natürlich auch noch besser werden muss, routinierter werden muss, aber die ich so ungefähr anwenden werde. Also einerseits, also bei dem Auto, was wir vorher gefahren sind, hatten wir ja nur das Gas und das Bremspedal, ne? Dann bin ich so gefahren und habe Gas gegeben und ab und zu mal ein bisschen gebremst. Die Bremsbewegung sieht man kaum. Hier sieht man, dass ich da rumschalte, wenn ich die Pedale trete. Aber jetzt haben wir halt noch das Kupplungspedal. Ich muss jedes Mal kuppeln, wenn ich schalte. So. Und das hat ein paar interessante Sachen. Also ich werde weiterhin, wenn es geht, so fahren. Gas und mit dem linken Fuß bremsen. Das macht man ja normalerweise bei solchen Autos nicht. Aber beim Motorsport ist es, würde ich behaupten, besser, wenn man das hinkriegt, weil man dann halt nicht die ganze Zeit mit dem rechten Fuß hin und her wechseln muss. Das kostet ja auch Zeit. So, deswegen werde ich mit dem linken Fuß bremsen, wenn es geht. Aber das geht halt nicht immer. Denn ich muss ja auch schalten. Da muss ich die Kupplung treten. So, und da muss ich natürlich in dem Moment rüber. So, beim Hochschalten ist das überhaupt kein Problem. Beim Runterschalten wird es aber komplizierter. Denn das heißt, dass ich ja gleichzeitig bremsen muss und die Kupplung treten. Das heißt, ich gehe mit dem rechten Fuß auf die Bremse und drücke die Kupplung. So, jetzt gibt es aber noch was passieren kann, wenn man dann so runterbremst. Und zwar, was passieren kann beim Runterschalten, beim Kurve anbremsen, ist, dass die Drehzahl von Motor und dem Rest des Fahrzeugs sozusagen, die unterscheidet sich ja dann. Also ne, man schaltet ja, um in einen anderen Drehzahlbereich zu kommen. Und dann gibt es immer diesen Moment, in dem kein Gang eingelegt ist. Beim Hochschalten kein Problem. Wenn ich in einen höheren Gang schalte, ist danach die Drehzahl wieder niedriger. Das macht überhaupt nichts, denn wenn ich den Motor löse vom Auto beim Hochschalten, dann fällt die Drehzahl ja, weil das nicht mehr angedreht, wenn ich vom Gas gehe, dann fällt die Drehzahl ja automatisch runter. Darauf will ich hinaus. Wenn ich vom Gas gehe, fällt die Drehzahl ja automatisch runter. Und wenn ich wieder einkupple, ist die Drehzahl schon gefallen und ich kupple wieder ein und ich fahre sowieso auf einer niedrigeren Drehzahl wieder weiter. Beim Runterschalten ist es aber umgekehrt. Da muss ich ja nach dem Schalten auf einer höheren Drehzahl sein, weil ich in einen niedrigeren Gang geschaltet habe. Und da kann es dann passieren, dass dann die Drehzahl so hoch ist vom Motor,
dass sie das Auto, dass sie das Auto aus der Balance bringt, weil die Reifen auf einmal mit einer zu krassen Drehzahl angetrieben werden. Also, ne? Und dadurch können sie die Traktion verlieren. Dann kann man beim Anbremsen der Kurve das Gleichgewicht verlieren. Um das zu verhindern, gibt man Zwischengas, um halt die Drehzahl anzupassen für den niedrigeren Gang. Und das wird dann ganz interessant, wenn man hier eben alles gleichzeitig macht. Es gibt Autos, da muss also bei modernen Rennwagen wird das automatisch gemacht, da muss man sich darüber keine Gedanken machen. Aber es gibt auch sequenziell geschaltete Autos, wo man das selbst machen muss. Da ist aber nicht das Problem, dass man halt noch kuppeln muss, wenn man sequenziell geschaltete Autos hat. Zumindest die ich kenne, da ist es kein Problem. Da gibt man beim Runterschalten halt immer zwischendurch mal einen kleinen Gasstoß, um die Drehzahl vom Motor wieder zu erhöhen. So, jetzt aber so, wir bremsen die Kurve an. Ich stehe also auf der Bremse. Dreht die Kupplung, weil ich runterschalten will. Und bevor ich die Kupplung wieder loslasse, will ich ja die Drehzahl des Motors erhöhen, damit der Übergang sanfter ist. Damit der Motor... Also, ich glaube, ich habe es vorhin falsch schon erklärt, ne? Die Drehzahl ist ja dann zu niedrig und das kann die Reifen aus der Balance bringen. Das meinte ich vorhin. Also, dann gebe ich da so einen Gasstoß mit dem Fuß, der auf der Bremse steht. Also man nennt das Heel and Toe oder Spitze Hacke Technik. Ich stehe mit der Spitze des Fußes stehe ich auf der Bremse und mit der Seite oder der Ferse, je nachdem, wie es passt, gibt man dann diesen Gasstoß, bevor man dann wieder einkuppelt. Damit dieser Übergang eben von der Drehzahl passt. Und das werde ich jetzt versuchen. Meine Güte, hat es gedauert, das zu erklären. Aber ja, das werde ich jetzt versuchen. Okay. Und weil das nicht so ohne ist, das alles auf die Reihe zu kriegen, werde ich eben mal ein langsameres Auto kriegen. Aber ich hoffe, das, was ich dann versuche zu machen, während der Fahrt mit den Füßen vor allem, das kann man hoffentlich ganz gut in der Kamera erkennen. Und das gibt dann hoffentlich was Interessantes zu sehen. Das ist so mein Wunsch. Ich kenne so Videos, die im Internet existieren, zum Beispiel eins von Walter Röhrl, als er da mit seinem Audi Quattro durch die Rallye der 80er da gefahren ist. Da gibt es auch diese Kameraaufnahmen, wo er dann auch so diese ganzen Aktionen macht, die ich jetzt versuchen werde. Nur halt mit einem noch viel schnelleren Auto, als ich das jetzt am Anfang versuchen werde. Also das könnte noch ganz interessant werden. So viel erklärt. Ich hoffe, das ist rübergekommen, was ich sagen wollte. Und jetzt werden wir eben den Lancia Fulvia oder die Lancia Fulvia, ich glaube, das sagt man, drückt man weiblich, glaube ich, aus, also die Lancia Fulvia nehmen wir. Und das sind erstmal nur 4 Gänge. Nicht so viele PS, das heißt, ich habe so wenig Zeit zu überlegen quasi. Und Frontantrieb, das heißt, das Auto fliegt mir nicht permanent durch die Gegend. Man muss es so ein bisschen um die Kurven peitschen. Wir werden dann wahrscheinlich häufiger mal die Handbremse benutzen. Genau, so wird es wahrscheinlich aussehen. Also Lancia Fulvia werden wir versuchen zu nehmen. Und was haben wir denn hier? Motoroption Nummer 4? Ist das schon... Hä? Ist das Upgrade schon drin oder was? Oh, interessant. Das Upgrade ist schon drin. Das überrascht mich jetzt. Das heißt, das Auto können wir gar nicht verbessern? Ist alles schon eingebaut? Krass. Jetzt möchte ich doch mal kurz was gucken. Jetzt haben wir hier noch so ein Auto. Das ist ein Hecktriebler. Frontmotor, Heckantrieb. Tut mir leid, dass man das nicht sehen kann. Das hatte ich beim letzten Mal nicht bedacht. Der ist noch nicht. Vielleicht wollen wir dann doch den hier nehmen. Das wird jetzt ein Hecktriebler. Der hat auch 5 Gänge. Das ist dann vielleicht ein bisschen krasser. Ja, da haben wir auch was zum Entwickeln. So, dann nehmen wir vielleicht doch gleich ein Ford Escort Mark II. Das ist jetzt eine ziemlich spontane Entscheidung. Ich hoffe, ich werde sie nicht bereuen. Das könnte halt jetzt sehr schwierig werden, weil das ist dann Heckantrieb. Wisst was? Ich nehme jetzt spontan diesen Ford Escort Mark II. Den können wir dann nämlich wenigstens noch erforschen und so. Und hier noch Upgrades kaufen und so. Strapazierfähigkeit erhöhen. Das sollte man vielleicht gleich, die Zeile nehme ich dann gleich mit rein. Und dann kriegen wir den Rest hoffentlich auch noch erforscht. Dann machen wir das. Dann habe ich jetzt spontan mich umentschieden. Dann nehmen wir doch einen Hecktriebler.
Ford Escort Mark II. Und wir werden jetzt wahrscheinlich 8 Etappen fahren. Das heißt, wir werden die Folge teilen in 2x4 pro Rallye. Das ist auch so der Plan gewesen. So, Finnland, das kann witzig werden. Und ich würde sagen, ich lasse auch die Testfahrt weg. Das kann jetzt witzig werden. So, sehr spontan alles. Mal schauen, wie es endet. Start. Vor links. 80. Kuppe voll in 6 rechts lang. Macht zu 5 über Kuppe. Das war vielleicht ein Fehler, gleich den Schritt weiter zu gehen, aber wir werden sehen. 5, 4, 3, 2, 1. Los. Vor links. 80. Aber ja, jetzt alles selbst machen hier. Gleich eine Rallye, die ich nicht so gerne mag. Achtung, 6 links, extra, extra lang. Mit enormem Schaden, ne? Der ist auch noch drin. Über Kuppe, 50. Kuppe Vollsprung. In 4 rechts über Kuppe. Macht auf 6. Glück gehabt gerade. Über Kuppe. Vollsprung, 50. Voll links, Übersprung. 30, 5 links, Übersprung. 150, 5 rechts lang, über Kuppe, 100, über Wellen, Kuppe. Ich bin mal gespannt, wie lange das gut geht. Lang, über Kuppe und Senke, macht zu 5 links, Übersprung, 100. Aber das Auto fährt sich bisher ganz gut. Voll rechts, über Kuppe Sprung, in 58, 4 links, über Kuppe, 80. 3 Sekunden zu langsam. Aber wenn man ein konstantes Tempo hat, ist das vielleicht nicht so schlimm, wenn man nicht so viele Unfälle baut. Also vorsichtig fahren ist ganz wichtig. Sprung voll. In 6 links, extra, extra lang. Mach zu, Übersprünge. 50. Fünf rechts, über Kuppe. Macht auf 6. Extra, extra lang. Ah. Nicht im Graben feststecken, komm da raus. Mann, Mann, Mann. In mittig halten über Kuppe, in 5 rechts, macht zu 3 bei Kreuzung, macht auf, über Kuppe, 60. 6 links, macht zu 3, über Kuppe, macht auf, 50. 5 rechts, ah, zu 4. Die Hecktriebler, die sind halt auch so fies, weil die so schnell umschlagen, ne? Naja, mein Tempo ist nicht so ganz, wie es sein sollte. Aber ja, wenn ich das Tempo halte, geht es vielleicht auf die ganze Rallye gesehen einigermaßen. Oder auf die ganze Meisterschaft vielleicht auch gesehen. Und ich werde ja vielleicht auch noch mit der Zeit schneller, wenn ich das alles besser beherrsche. Oh, das war sogar gut. 100. 5 rechts über Kuppe Sprung. Und das habe ich auch 5 Gänge, ne? Habe ich schon gesagt. Das ist dann auch einer mehr, als ich jetzt eingeplant hatte. Und mittig halten über Sprung in 6 links. Und 6 rechts lang. Macht auf über Sprung. In 4 links über Kuppe. 50. 4 rechts über Kuppe. In 6 links lang, macht zu 4 über Kuppe, 50. 5 rechts, macht zu über Kuppe, 200. 5 links, 50. 6 rechts, 40. 6 links, Übersprung, 50, über Ziel, bis Stopp.
Ich bin ganz ehrlich überrascht, wie gut das gerade geklappt hat. Damit hätte ich nicht gerechnet, beim besten Willen nicht. Reifen in dieser Wertungsprüfung okay? Das hat Spaß gemacht. Und das Tempo war gar nicht mal so schlecht. Cool. Ja gut, 10. Das klingt jetzt auf den ersten Blick nicht so toll. Ich weiß halt auch leider nicht, welchen Platz wir erreichen müssen, um in der Meisterschaft wie gut abzuschneiden. Das wird auch noch interessant sein. Aber ja, das war Etappe Nummer 1 und ich bin echt überrascht, wie gut das geklappt hat. Ist vielleicht auch spannender, wenn man nicht alles gewinnt, ne? Ist auch vielleicht auch so eine Sache. Das wird jetzt vielleicht auch nicht so häufig passieren. Aber ich hoffe, es reicht, um in die nächste Liga aufzusteigen. Das wäre schön. Ach ja, ich freue mich. Das war eine gute erste Runde. Und auch keinen Unfall gebaut. Wäre sowieso doof. Ach, Moment. 4, 3, 2, 1, los. 6 rechts über Kuppe. In 6 links. Macht zu 5, 60. 6 rechts, macht auf. 200. 4 links, macht zu über Kuppe. 5 rechts lang über Kuppe. 60. Achtung, 5 links, macht zu über Kuppe, innen halten. 80. 5 rechts über Kuppe, macht auf. Mittig halten über Kuppe in 5 links. Und 6 rechts, macht auf. Mittig halten über großen Sprung in voll rechts. In 6 links, sehr lang. Macht zu 5 über Kuppe, 150. 5 links früh über Kuppe, 30. 4 rechts durch Senkte, macht auf 6. Oh, das war nicht gut, das war nicht gut, das war nicht gut, das war nicht gut. Ich glaube, es hätte gerade schlimmer enden können. In mittig halten über Sprung, 50 Sprung. Und mittig halten über Sprung. In 6 links, macht zu, über Kuppe lang. Und 5 rechts, macht zu, lang. Aber ja, ich muss mich schon ordentlich konzentrieren, damit das klappt. 50. Die Stille tut mir leid. 5 links, über Kuppe, 2 mal. Ich hoffe, das ist in Ordnung. 100. Links halten, über Kuppe. In 4 links, macht auf, über Kuppe. Oh, das war vielleicht zu viel runtergeschaltet. Über Wellen. In rechts halten, über Sprung. In 6 rechts lang. Macht zu 5. Extra lang. Über Kuppe Kreuzung 50. Mittig halten über großen Sprung 30. 6 rechts, macht zu 5 links, sehr lang über Kuppe. Nein! Und macht zu über Kuppe. Achtung, 50. Ist der Motor ausgegangen? Das ist sehr bitter, wenn sowas passiert. Da wir jetzt keinen Unfall gebaut haben, würde ich jetzt auch mal so weiterfahren. Aber so, das ist halt eine ständige Gefahr bei Hecktrieblern. Die drehen sich so schnell weg, das ist manchmal echt krass. Nicht so. Jetzt würde ich vielleicht neu starten. Ja, 2 Reifen sind kaputt gegangen. Das starten wir neu. Oh je. Konzentration. 5, 4, 3, 2, 1, los. 6 rechts über Kuppe, in 6 links, macht zu 5, 60. 6 rechts, macht auf. 200. 4 links, macht zu über Kuppe. Aber ansonsten, wie gesagt, bin überrascht, wie gut das gerade läuft. Vor allem, weil ich mir bei Finnland immer Sorgen mache. Weil das so eine schnelle Rallye ist und die schnellen Rallyes, da habe ich immer mega Schiss vor. 5 links, macht zu über Kuppe. Uha, der wird sich wieder fast drehen. 80. 5 rechts über Kuppe, macht auf. Mittig halten über Kuppe in 5 links.
Aussprung. Na, Moment. In 6 links, sehr lang. Mach zu 5 über Kuppe. 150. 5 links früh über Kuppe. 30. 4 rechts durch Senke. Macht auf 6 extra lang über Kuppe. In mittig halt über Sprung. 50 Sprung. Und mittig halten, Übersprung. In 6 links, mach zu, über Kuppe lang. Und 5 rechts, mach zu, lang. 50. 5 links, über Kuppe, 2 mal. 100. Nee, noch nicht. Ich habe auch so ein bisschen Schiss, in den höchsten Gang zu gehen. Das heißt nämlich hohes Tempo. Und hohes Tempo ist gefährlich. Auf, über Kuppe. 200. Über Wellen. Jetzt muss ich. In 6 rechts lang, mach zu 5, extra lang, über Kuppe Kreuzung, 50, mittig halten, über großen Sprung, 30, 6 rechts, mach zu, 5 links, sehr lang, über Kuppe, mach auf und mach zu, über Kuppe, Achtung, 50, 6 rechts lang, mach zu 3, über Kuppe, 60, links halten, über Kuppe, in 3 links, macht auf 6, lang. Ich weiß gar nicht mehr, an welcher Stelle ich mich gedreht hatte. Oder der andere Unfall passiert ist. In 6 links, lang, über Sprünge, 50. 5 links, über Kuppe, 70. Kuppe in 5 rechts, macht auf 6, extra, extra lang, über Kuppe, 60. Das war nicht so klug, da runter zu gehen gerade. Warum habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht. 50, Achtung, 4 links über Kuppe, 100, 5 links früh. So, hier hatte ich den Unfall gehabt gerade. Alles gut. Viel besser gerade unterwegs. Nein, die Kurve. Und links halten, über Kuppe. Aua. Und 6 nicht gut. Sehr lang, über Kuppe, mach zu 4, über Kuppe. Nein, 100. Nicht so viel drehen. Nicht so viel drehen. Boah, das war jetzt Kacke. Wenn man einen Unfall baut oder sowas, ist das ja die eine Sache. Aber wenn man es dann nicht hinkriegt, wieder auf die Strecke zu kommen. Ah, Mann. 150, über Wellen, 6 rechts, lang, über Ziel. Das ist jetzt ärgerlich. Aber das Auto scheint nicht so krass mitgenommen worden zu sein davon. So, jetzt versuchen wir das Auto irgendwie anzuhalten. Die meiste Zeit hat sich das Auto gut angefühlt. Die meiste Zeit hat sich das Auto wirklich gut angefühlt. 21. So, insgesamt 16. Wie gesagt, keine Ahnung, was das bedeutet. Aber ich mach mal weiter. Wir werden sehen. Vielleicht kann man ja durch Konstanz einiges erreichen. Wir haben das jetzt die ersten zwei Etappen einer langen Rallye-Meisterschaft, ne? So. Standardreparatur. Die Reparatur ist auch nicht so teuer, das ist auch so eine schöne Sache. Standardreparatur ersetzen. Guck mal, das kostet fast überhaupt nichts. Gut, wenn das Ersetzen nicht so lange dauern würde, würde ich das sogar machen teilweise. Nein. So, das wollte ich machen. Guck mal an, das geht gut zu reparieren, ist nicht so teuer. Weil das Auto auch nicht so teuer ist. Ist auch noch eine schöne Sache.
über Wellen. So, jetzt ist dunkel. So, erster Gang. Und los geht's. 4, 3, 2, 1, los. 150 über Wellen, 6 links, extra lang. Über Kuppensprung, macht auf, extra lang. Und 6 rechts, über Kuppe lang. Und voll mittig, Übersprung, 150. Mittig halten, über Kuppe und langsam 6 links lang, macht zu 2, Abzweig, verdeckt. 120, mittig halten, über großen Sprung, 120. Kuppe in 4 rechts, sehr lang, macht zu, über Kuppe und voll links, macht auf, über Sprung. 60, Achtung, mittig halten, über Sprung und 4 links über Kuppe. 30, 6 links über Kuppe. In 3 rechts. Oh, das war schnell. Krass. 50. Das ist immer noch eine interessante Frage, wie weit wir mit der Forschung kommen in der ersten Rallye. Und was das dann wiederum heißt für unser für unseren Vorsprung eben danach. Nicht so weit drehen, liebes Auto. In 5 rechts durchsenke, sehr lang. Und 5 rechts innen halten, über Kuppensprung. Und 6 links. Und 6 rechts, Übersprung. 50, Achtung, Kuppe sofort, 3 links, mach zu. 80, voll links. Und 6 rechts durchsenke. Aha, ich habe aus Versehen noch Gas gegeben. Wie komme ich da durch? Oh, geil, ich habe niemanden umgefahren. Meine Güte, dass ich dadurch die Menschen da durchgekommen bin gerade. 200. Voll rechts über Kuppe. In voll links. 150. Aber das hat jetzt halt Zeit gekostet. Oh, immer noch vorne. Links. Huch. Über Kuppe, Sprung. 80. Wie geht das denn? Nein! Wie ist das jetzt passiert? Zum Glück ist das Auto nicht ausgegangen. Voll rechts, macht auf, Übersprung. 30, an der Stelle, wo man sowieso bremsen muss. Ach, nicht so weit drehen, liebes Auto. Boah. Mittig halten, Übersprung. 100. Voll rechts, Übersprung. 30. Links lang, macht zu 5, Übersprung, 60, 5 rechts lang, über Kuppe, in 6 links, Übersprung, macht zu, und 5 rechts lang, macht auf, mittig halten, über Kuppe, in mittig halten, über Kuppe, 100, 6 rechts, macht zu 4, über Kuppe, Sprung. Achso, es hat ja nur 5 Gänge, ah. Dritter. Ey, das war gar nicht mehr so schlecht. Gucken, was das insgesamt heißt. Die hätten wir gewinnen können, die Etappe, wenn ich diesen Fehler nicht gemacht hätte. Und ich hätte auch früher zum Stehen kommen können, wenn ich mir mehr Mühe gegeben hätte. Aber ja, das war gar nicht so schlecht. So, das war die Etappe Nummer 3. Jetzt haben wir noch eine. Und der Rest kommt dann beim nächsten Mal. Hä, 15? Okay, dann ist die Startreihenfolge jetzt anders.
Deswegen waren wir auch kurz vorne. Okay, 15. Das ist dann wohl doch nicht so schnell, wie ich gehofft hatte. Na gut. So, das ist nochmal eine kürzere Etappe. Start. 30, 4 links lang, in 6 rechts, macht zu 4 über Kuppe. So, ersten Gang einlegen und los geht's. 5, 4, 3, 2, 1, los. 30, 4 links lang. In 6 rechts, macht zu 4 über Kuppe. In 6 links über Kuppe. Und 5 rechts lang, 80. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel Preisgeld wir kriegen, wenn wir hier halt nicht gewinnen, ne? Über Kuppe, macht zu. In 6 links, macht auf. Mittig halten, über Kuppe lang. Nein, nicht so weit drehen. Sehr lang. Macht zu 4 über Kuppe, 60. Über Kuppe, 80, links halten, über Kuppe, Sprung, 100, 6 rechts lang, über Kuppe, 40, Achtung, 3 links, über Kuppe, in Achtung, 3 rechts, macht auf, 6 lang, und links halten, für 50, Gabel, 4 rechts, macht zu, über Kuppe, macht auf, lang, 60, 6 rechts über Kuppe und Senke, in mittig halten über Sprünge, 100, mittig halten über Kuppe und sofort 4 links lang, macht auf. Mittig halten über Kuppe, 60, 5 rechts, sehr lang, macht auf 6, extra lang, macht zu. In 6 links, über Kuppe, 100, 5 links, früh, über Kuppe lang. Das Verschalten, das wird dann auch noch einige Male passieren, glaube ich. Das ist auch so eine Sache, die als Schwierigkeit dazukommt, dieses Risiko, dass man sich auch einfach mal verschalten kann. Macht auf, extra, extra lang, über Kuppe, macht zu. In Achtung, 6 links, Übersprung, 50. Kuppe und Sprung und 6 links über Kuppe, 50, Gabel, 5 rechts, 60, 5 links lang über Kuppe und Sprung, 60, 5 rechts, macht zu 3 über Kuppe, macht auf, 70, 6 links über Sprung, Achtung, macht zu 3 über Kuppe, 80, rechts halten, über Kuppe und Sprung, in 6 rechts über Kuppe, 100, 6 links über Kuppe, Sprung, 150. Naja, ich hatte auch vor der Folge so ein paar Testfahrten gemacht. Einmal mit der Lancia Fulvia, das hat einigermaßen geklappt, da dachte ich, ja, das wird schon hinhauen. Und danach wollte ich nochmal was anderes probieren, weil der Vorschlag ja war Lancia 037. Das hat beim besten Willen nicht geklappt. Da habe ich mich quasi nur gedreht. Das Auto ist für mich noch übermotorisiert. Und dann bin ich zum Test mal eine Runde mit einem langsameren Hecktriebler gefahren. Und zwar mit dem Renault Alpine. Das ist aus der gleichen Klasse wie der hier, glaube ich. Nur, dass er weniger PS hat und viel leichter ist. Nein, nicht so weit. Ah. Nein. Boah, ist das schlimm. Ja, und das mit dem Alpine hat eigentlich einigermaßen geklappt. Dann habe ich mir gedacht, ja. Deswegen habe ich dann doch gedacht, ja, das mit dem Ford Escort hier geht vielleicht auch. Und es geht ja auch einigermaßen. Ich meine, ich bin nicht ganz im Tempo, was in dem ich sein sollte. Aber
ganz so schlimm ist es auch nicht. Nee, ich ziehe lieber nicht die Handbremse. Das ist zu viel des Guten bei Hecktriebern, glaube ich. Ich glaube, da sollte man keine Handbremse ziehen. Die hatten ja teilweise auch gar keine eingebaut, die echt die richtigen Rennwagen, die dann mit Heckantrieb da gebaut wurden für die Rallye. Zum Beispiel, Lancia Stratos hatte, soweit ich weiß, gar keine Handbremse mehr, weil man die einfach nicht gebraucht hat, weil die einfach von alleine rumgekommen ist. 10 Sekunden. Aua! Ich glaube, der Schaden wird aber nicht mitgenommen, den man sich hinter der Zielanfahrt holt. Ich warte einfach hier. Wird ja nur schlimmer. Wir werden sehen. Prüfung beendet. Gut gemacht. Ich meine aber, der Schaden, den nimmt man nicht mit, den man sich nach der Zieleinfahrt noch zufügt. Wir werden sehen. Oh, 18. Da sind wir jetzt gerade. Oh Gott. Ich hoffe, damit steigt man nicht ab. Ich glaube nicht, dass ich am Mittelfeld. Dürfte eigentlich in Ordnung sein. Wir müssen vielleicht noch nicht unbedingt aufsteigen. Moment mal. Dürfen wir nicht reparieren? Ach doch, das kommt jetzt gleich, ne? Kommt vor, bevor es losgeht, kommt das. Ja. Genau, ist der Servicebereich. Dann mache ich eben noch die Reparatur, damit wir das noch sehen. Ach doch, haben wir den Schaden doch mitgenommen? Das ist jetzt nicht so gut. Ist gar nicht gut. Gut, die... Ach, die Karosserie können wir auch noch reparieren. Aber vielleicht lieber was anderes reparieren. Lieber die... Achso, hier. So. Lieber die Lichter. Weil ich weiß nicht, ob noch eine Nachtetappe kommt. Da will man ja drauf vorbereitet sein. Dann machen wir das so. Wieder die Kosten halten sich wieder in Grenzen. Das beruhigt mich wieder. Dann machen wir das so. Oder Moment. Können wir irgendwo eine normale Reparatur machen vielleicht? Hier steht, geht eine Standardreparatur. Wie sieht es beim Kühler aus? Da geht keine. Also können wir das beim Getriebe eine Standardreparatur machen. Dann hält das Auto noch ein bisschen länger, glaube ich. Ich glaube, ich habe vergessen, die Reifen zu wechseln. Das war vielleicht auch so ein Problem. Das habe ich vielleicht vergessen. Eventuell. Na gut, aber dann würde ich sagen, es ist das Auto vorbereitet für das nächste Mal. Sieht jetzt nicht mehr so schön aus, aber es dürfte einigermaßen funktionieren. Gut, dann hoffe ich, hat das euch soweit gefallen und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss. Hat dir das Video gefallen und würdest du gern mehr von sehen? Oder schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das für uns momentan alles nur sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht viel Geld, aber wenn bereits jetzt jeder Abonnent uns diesen 1 Euro geben würde, können wir YouTube bereits Hauptprofi umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir bald unseren Traum von YouTube zu leben Realität werden lassen können.